Wieder einmal herzlich willkommen zu After Dark, der Sendung, in der wir uns gruselige Spiele suchen, gerade jetzt hier im Oktober, und versuchen, uns von denen so richtig emotional durchschütteln zu lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dem heutigen Spiel gelingen wird. Sign of Silence, also Zeichen der Leisigkeit, ist die deutsche Übersetzung, wo ich mich frage, ja, okay, Signs of Silence. Silence an sich ist ja schon irgendwie, da brauchst du ja kein Zeichen, weil jede Art von Zeichen würde dann ja bedeuten, dass es nicht mehr Silence ist. Ihr versteht schon. Wir starten mal. Es ist ein Multiplayer-Spiel, aber, das ist ein bisschen doof, ich habe eben gerade bestimmt, roundabout 5 Minuten versucht, jemanden zu finden. Es gibt niemanden. Es gibt laut Community an die 40, 50 Leute, die das Spiel regelmäßiger spielen, und da bin ich wohl im falschen Zeitfenster. Ich glaube, das erklärt es am besten. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass das Video so lang wird, aber wir gucken mal rein. Und ich, wenn es gut ist, kann man das ja vielleicht mal in einem Dienstag zusammenspielen. Ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, ist es eigentlich 4 Koop gegen Monster gedacht. Es gibt hier Aufgaben, den Rescue, Rescue Helicopter, Refuel the Generator, Install. Ja, also genau, die üblichen Aufgaben, die man in solchen Spielen hat. Irgendwas mit Sprit füllen, irgendwas rufen, also irgendeinen Button drücken meistens. Oder irgendwelche verloren gegangenen Gegenstände zurückbringen und irgendwo benutzen. Also wirklich nichts Neues. Normalerweise spielt man das, wie gesagt, zu viert gegen die KI. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und davon hätte ich gerne mehr. Wir alle haben ja auch gerne Left 4 Dead gespielt. Und solche Spiele gehen so ein bisschen, habe ich den Controller? Nee, geht nicht richtig. Gut, dann machen wir das so. Zeichen der Stille. So lässt es sich wahrscheinlich am besten übersetzen. So, ich nehme eine Lampe. Ja, alles soweit klar. Kann ich denn... Need to lift? Kann ich noch irgendwas anderes nehmen? Ich glaube nicht. Ich habe das Spiel wirklich noch gar nicht angefasst. Ah, okay. Ich kann einfach nur normal anmachen. Ich hoffe, dass man... dass ich jetzt nichts verpasse, was ich gleich unbedingt brauche. Irgendein Item, irgendwas, was ich mitnehmen kann. Naja, vielleicht auch nicht. Ja, gehen wir einfach mal los, oder? Ich weiß es natürlich jetzt auch nicht. Da knarzt es oben im Gebälk. Da sind wir an genau der Stelle. 3 von den Sicherungen. Und dann kann ich da hoch. Und wer weiß, was da oben auf mich wartet. Auf jeden Fall hoffentlich kein Absturz. Ja, schauen wir mal. Vorher erstmal 3 Sicherungen finden. Okay, ich dachte für einen Moment, das wäre vielleicht ein gescripteter Event oder irgendwas Vorberechnetes, aber... stattdessen war die Batterie, glaube ich, nur leer. Einfach mal ein bisschen mehr drauf achten. Okay, kann ich hier irgendwas mitnehmen? Hier so Hunde-Klobeutel. Ach nee, das sind Dosen. Aber es wird ja nichts angezeigt. Ich nehme an, das ist nicht wichtig. Nur hier die Lampe. Ah, okay. Man will ja dann doch irgendeine Waffe finden oder ein Messer oder ein Stock oder... mein Gott, ich nehme alles. Das ist komisch. Da wächst das Gras irgendwie falsch raus. Hier bin ich scheinbar auch in der falschen Ecke. Okay, ich verstehe es. Nicht zu weit vom Kurs abkommen. Aber das kann doch nicht sein. Müsste ich jetzt hier unten vielleicht die... Sicherung erstmal suchen, oder kann ich hier noch weiter runter? Ah, okay, scheinbar geht es hier wirklich weiter. Ob ich da jemals wieder zurückkomme, ich weiß es wirklich nicht.
dieses ständige Knarzen im Hintergrund, das hat ein bisschen was von einer Hypnose. So ein bisschen wie das Rumrühren in der Tasse aus Get Out. Weil es auch einfach ein endloser, immer wiederkehrender Loop ist, der sich nicht ändert. Er hätte da ein bisschen mehr in schwingende Geräusche, Geräusche von Ästen investieren können. Ich dachte gerade, da wäre eine Leiche, aber das sind nur... Da ist was. Okay. Nicht hier weiter. Aber gute Mückengeräusche. Eine. Wir schauen mal. Ah, da ist ja How to Play. Das ist ja interessant. Okay, das machen wir schnell. You are stuck in a dangerous forest surrounding Danville. Your goal is to leave this place using one of the three possible ways. Every method requires certain items and actions. Ja, kennt man ja, wie Freitag der 13. und all diese Spiele, wo man eben bestimmte Sachen erreichen muss, bis man dann eben entkommen kann. Echolocation Cue to spot items and see the location of your friends. Da habe ich ja leider keine. Schade. So, da ist der Lift. Mhm. Die werde ich finden. Dann ist der Helikopter. Call Rescue Helikopter. Ja, das haben wir ja schon. Also, das ist aber doch schon viel. Also. Refuel Generator. Install Missing Fuses. Okay. Und dann SOS senden. Nur von wo soll ich das senden? Oder eben mit dem Boot. Muss ich das Boot finden? Das ist ja schon mal, ne? Das ja, liegt ja auch nicht an jeder Ecke rum, aber wird schon irgendwo am Wasser sein. Eine komplette Engine, ne? Okay, einen kompletten Motor und ein bisschen Sprit. Ja, also eigentlich, bisher habe ich wirklich gar nichts gefunden, aber das sieht doch vielversprechend aus, dass man hier einiges machen kann. Okay. Das Blatt hat mir Angst gemacht. Ich werde mich mal still und leise versuchen, weiter zu bewegen. Da wird ja auch gerade... Ich glaube, auf der Karte wird sogar was angezeigt. Ja, ihr seht es oben rechts. Ich glaube, das ist ein Spritkanister. Und was ist das andere? Sind es wahrscheinlich zwei andere weitere Items, Objekt, Hinweise. Nur wie kann ich die irgendwie durchschalten? Einmal ganz kurz schauen. Nee, steht hier nirgendwo. Okay, M für Map nicht, Return auch nicht. Leertaste, Tab. Nein. Es gibt keine Karte. Traurig, aber wahr. Ich gehe mal in Richtung des gelben... Oh, da kommt es. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Oh. Das ist aber unsicher hier. Ja, krass. Dass gerade jetzt eine Falle da ist. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob hier überhaupt eine Gefahr besteht. Vielleicht muss man wirklich mit mehreren Mitspielern spielen, damit hier irgendwie das Spiel losgeht oder irgendwas getriggert wird. Ich weiß es nicht. Start a new journalistic investigation. I'm going to explore a town called Danville, lost in the dense forest of Massachusetts, enshrouded in the dark atmosphere of mysterious disappearances. Judging from the information that I have managed to collect from the libraries of Massachusetts, in the middle of the previous century, Danville was far from being a ghost town. Ja, okay, eigentlich sagt mir das alles hier gar nichts. Es ist halt eine mysteriöse Stadt, danke. Dann schreib doch lieber gar nichts, wenn du nichts Spannendes zu sagen hast. Ja.
Okay. Ach so. Hier hört das auf. Alter! Spinnt hier! Ich bin 42! Ihr seid ja alle völlig verrückt geworden hier! Da will ich nie wieder hin! Okay. War das eigentlich jetzt das gelbe Icon, dem ich hinterhergelaufen bin? Bin ich da wirklich direkt zum Feind gelaufen? Ich weiß es nicht. Wofür war das? War das nur der Zettel? Nee, das war vorher. Ich weiß es nicht. Da läuft das Vieh einfach so rum. Was kann ich denn machen? Ich will es mir eigentlich schon genauer angucken. Alter, da steht der rum. Und jetzt? Okay. Er hat Migräne. Der arme Kerl. Das heißt, wenn er Migräne hat, kann ich ihm doch eigentlich ins Gesicht leuchten. Warum geht der so zielgerichtet auf mich zu? Komm, das testen wir mal. Was ist denn, wenn ich hier so um die Ecke gehe? Wenn ich um die Ecke gehe, gehe ich um die Ecke. Oh, da läuft er aber. Wo läuft er jetzt hin? Stellt euch mal vor, ihr lauft wirklich nachts irgendwo lang und dann seht ihr genau so eine Ebene vor dem völligen Verschmelzen sozusagen mit dem Hintergrund, seht ihr eine derartige schemenhafte Kreatur mit so langen Armen und dieser dünnen Proportion und Alter. Instant Grab. Kannst du direkt einäschern. Oh. Okay. Ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ich würde es eigentlich gerne weiter verfolgen, aber ich würde es mir am liebsten auf der Karte markieren, wo das Vieh ungefähr gerade ist, weil ich muss ja eigentlich meine Mission erledigen. Aber der wäre auch ganz schön, also der wäre ganz schön langsam, oder? Wenn nur er auf der Karte wäre, die Karte wirkte doch gar nicht mal so klein bisher. Der steht ja auch noch dumm rum. Vielleicht gibt es auch mehrere Kreaturen. Ja, man hört ja auch immer wieder irgendwas anderes. Ist hier denn irgendwas? Ist hier irgendwo Sprit? Ich kann die Tür zumachen, ja. Ob das wirklich eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Hier war ich ja vorhin schon. Das erkenne ich doch direkt. Kurz mal durchatmen, ey. Oh, Leute. Der Schrecken sitzt wirklich immer noch tief. Also das ist schon. Ich fake das auch nicht, weil das. Das kommt aus meinem tiefsten Innern. Das ist aber. Ich habe schon Kopfschmerzen. Original, ich habe jetzt Kopfschmerzen von der Intensität dieses Schreckens. Hm. Oh Gott. So. Okay. Er steht wirklich immer noch da. Das war ja gerade hier voll der Zeitsprung.
Unfair! Das ist auch eine sehr gute Perspektive für einen Horrorfilm, weil man sich so richtig Zeit lässt und nur so ganz ekelhafte Geräusche man so einbaut und dann, ich hoffe, es passiert jetzt auch, durch diese kleinen Schlitze er immer weiter so einmal so durchläuft und nimmt sich dafür vielleicht 2 Minuten. Ja. Passiert aber nicht. Was ist los? Ah, okay. Ah, mach doch. Geh mal ein bisschen weiter nach hinten. Wo ist er denn eigentlich? Er steht ja irgendwo da. Geh lieber ganz zurück, ohne Scheiß. Da habe ich mich auch selbst jetzt reingebracht in die Situation. Jetzt stehe ich hier in der hintersten Hütte. Und das Vieh ist direkt vor. Das ist doch so programmiert. Kann mir doch keiner erzählen. Kommen wir jetzt auch nicht raus, ja? Und ich habe bisher noch nicht eine Sache gefunden. Noch keinen Sprit, keine von den 3 angeblich überall verteilten Sicherung. Ja, und ich höre ihn immer noch. Ist ja noch irgendwie. Ich traue mich auch nicht mehr, das Licht anzumachen. Bin komplett verängstigt. Ich mach mal das Licht an. Oh Mann, das Licht ist aber wahrscheinlich die dümmste Idee, oder? Soweit keine Veränderung. Das ist gut. Das wollen wir haben. Kann ich da hoch? Nein! Das ist scheiße! Ach, da ist ja nochmal ein Tor. Ja, aber es geht ja eh nicht auf. Aber da hätte ich ja vielleicht abhauen können. Okay, ich gehe mal ganz... Mann! Okay, ich sehe schon, der weiß, dass ich da bin. Der weiß es. Ach, so Würmer im Kopf hat er. Oder Wurzeln. Okay. Ich müsste eigentlich langfristig mal rauskriegen, was so seine Reichweite ist. Ab wann er... Und wie er mich wahrnimmt. Ich habe Angst, dass er sich jetzt genau dann, wenn ich nach rechts abhauen will, dass er sich anschleicht. Ich meine, er sich umdreht. Genau wie jetzt, aber... Ach komm, ey, jetzt läuft er rückwärts auf mich zu. Ist euer Ernst? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Vielleicht liegt es daran, dass ich alleine bin. Die KI weiß ja auch gar nicht... Die kann sich ja nur auf mich fokussieren. Die kann ja gar nicht mehr oder weniger zwischen verschiedenen Leuten hin und her vielleicht laufen. Ach komm jetzt! Ah! Er kommt wirklich immer näher! Ich habe mich so in die Sackgasse hier geschlichen. Ich glaube, ich renne einfach gleich. Wenn er noch näher kommt, renne ich an ihm vorbei. Dann wird er vielleicht getriggert. Er kann ja scheinbar auch sich teleportieren. Das Gefühl habe ich schon bekommen. Aber er klingt... Oh ja, es klingt, als wäre er... Da steht er, Alter. Da steht er. Jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt weggehe und dann wieder hinkomme. Also wenn ich weggehe und in seine Richtung gucke. Na komm. Ich wette, er verfolgt mich. Ich sollte ja eigentlich die Missionen machen, aber ihr seht es ja selbst. Ich bin alleine und der Dude ist irgendwie auch sehr interessant. Ich finde es sehr spannend herauszukriegen, wie er funktioniert. Aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr.
Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Aber ich höre ihn. Der müsste doch eigentlich nur hier sein. Da, okay. Ja, es scheint, als ob der wirklich da hinten einfach jetzt weiter verloren hin und her läuft. Ich will noch eine Sache, will ich noch schaffen. Und zwar will ich wissen, ob er auf Licht reagiert oder nicht. Wo renne ich hin, wenn es schief läuft? Da lang. Da ist ein, das ist gut. So. Ja, okay. Ja, ja, auf jeden Fall reagiert er auf Licht. Ja, auf jeden Fall. Gut, dass wir das geklärt haben. Der Spacko. Ich muss doch gefühlt auch dran vorbei, oder? Na gut, ich... Hört er mich auch? Ich kann ja auch gar nicht anders, ne? Ich muss da wahrscheinlich wirklich vorbei. Was für ein Scheiß. Aber Cargo Lift war ich hier schon. Church, Fishing Village. Ich muss mal in die anderen Gebiete. Auch wenn, es ist halt, ich will dahin, wo die Icons sind. Ha! Der ist hier wieder! Der ist hier! Okay, die sind halt einfach überall. Das ist auch gut zu wissen. Oh, okay. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Okay, ich nehme an, es gibt hier vielleicht auch irgendwelche Entitäten, Monster, die unsichtbar sind und mich vielleicht berühren. Anders kann ich mir das jetzt auch nicht erklären. Hilfe! S-O-S! Nee. Es kann natürlich auch sein, dass normalerweise jetzt mir jemand aus meinem Team helfen müsste. Ja. Na komm. Das ist natürlich richtig hinterhältig. Wenn das passiert, während man von einem Monster wegläuft. Holla, die Waldfee, da geht dir aber wirklich der Kackstift. Das kannst du nicht machen. Das kannst du, finde ich, nicht bringen. Da muss es jemanden geben, der das verbietet. So, nachdem ich daher, wo die Monster sind, auf jeden Fall nicht mehr hinlaufen werde. Aber irgendwie gefühlt, hier war ich doch auch schon. Bevor ich jetzt die ganze Zeit nur hinherlaufe, sei schon wieder hier das Ding. Ah, vielleicht muss ich da ja auch hin. Aber ich wollte doch eigentlich nur dem Wegweiser folgen. Zum Glück habe ich offensichtlich Waden wie Wirt, weil ich kann die einfach, mache ich auf, kein Problem, laufe ich weiter. Ach, ärgerlich, schon wieder eine Bärenfalle. Ah, mache ich auf, laufe ich weiter. So, jetzt passen wir aber auch mal ein bisschen auf, aber ich will natürlich auch nicht, ne, ich muss meine Batterien aufladen, darf nicht ertappt werden, erwischt werden. Ihr habt ja gesehen, was da passiert.
Und es sieht auch richtig schön aus, wenn das Licht aus ist so. Nur dieser Schimmer. Toll. Das ist eigentlich eine richtig schöne Location. Das ist genau das, was man haben will, um sich zu gruseln. Aber ich habe so keinen Bock drauf. Ich habe so keinen Bock drauf jetzt. Ich hoffe, das sind Frösche und nicht irgendwelche aneinander reibenden Kieferknochen. Da kann sich jemand nicht beherrschen, ne? Da sitzt jemand in den Bäumen. Hey, gleich. Shit, ich laufe einfach mal hin. Okay, alles gut. Ich glaube, viel mehr als mich rumlaufen werdet ihr heute hier nicht mehr bekommen. Ich habe ja bisher noch nicht ein Item gefunden. Und ich bin alleine in einem Koop-Spiel. Okay, das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Nichts. Kein Wort, aber es ist eindeutig ein Flüstern. Ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg. Zumindest scheint hier eine bestimmte Location anzufangen. Mit diesem Eingang, mit dem Flüstereingang. Das Flüstertor. Jetzt gehe ich hier runter. Will ich das? Nein, eigentlich nicht. Ich will eigentlich hoch. Steht einer. Aber ich kann da, glaube ich, rüber. War das derselbe Baum, den ich letztes Mal hier schon gefunden habe? Bin ich einmal im Kreis, also den weiten Kreis irgendwie gelaufen, um jetzt hier wieder rauszukommen? Ich weiß es nicht. Aber also es ist mega geile Locations irgendwie. Also es macht wirklich Bock, sich hier durchzubewegen, auch weil das so, dieser Wald ist so authentisch, der ist irgendwie, der ist schon sehr verranzt, der liegt überall rum, aber das wäre im normalen Wald ja auch so, wenn da kein Förster oder kein Amt irgendwie da sich darum kümmern würde. Und das sieht irgendwie, das gefällt mir. Die Lichtstimmung ist auch gut, Geräuschkulisse auch gut.
immer dieses leise pochernde Herz. Ah. Da werde ich aber diesmal nicht reintreten. Bärenfalle Simon. 3-1. Ich hör da schon wieder. Ja, da. Mann, ey, meine Ohren, super. Da steht er. Das heißt, der wird jetzt auch wieder umgangen. So langsam komme ich rein, aber ich muss ehrlich gestehen, alt werde ich mit diesem Spiel heute nicht mehr. Es macht mir echt zu schaffen, dass ich alleine bin. Und ich glaube auch, also ich finde es cool genug, um es mal mit den Jungs lokal zu spielen. Das würde ich eigentlich gerne mal ausprobieren. Irgendeinen der kommenden Beanstage werde ich vielleicht mal versuchen reinzuschieben, falls möglich. Weil es hat schon ein paar sehr schöne Stimmungen. Ich weiß nicht genau, ob sich das auch in den Koop transportiert. Und ich weiß überhaupt immer noch nicht, was ich hier jetzt machen kann, groß. Bin ich echt wieder genau hier. Haha. Naja, jetzt haben wir immerhin ein bisschen was gesehen. Und vielleicht ist der ja jetzt auch weg. Er ist halt immer noch da. Diesmal, er steht immer noch da rum. Der 2! Nee, ich dachte gerade, der Baumstumpf. Ich dachte, da wären 2. Okay. Da war das zerbrochene Glas. Von hier kam ich, glaube ich, letztes Mal. Diese Hütte ist ja, glaube ich, die Ecke, wo ich mich festgekeilt hatte. Und da geht's weiter, oder? Ich glaube, ich kam hierher. Ich glaube, ich kam hier eigentlich her. Wir werden es erleben. Aber ich dachte, da wäre eine Bärenfalle. Wir sehen also den Helikopterpad und ich weiß nicht, was das andere sein soll. Es ist nicht der Bootssteg, es ist irgendwas anderes. Aber wir sind immerhin, da oben ist das Auto. Ja genau, hier sind wir ja auch runtergelaufen. Ah, so langsam bekommen wir die Map zu fassen. Das ist aber auch gar nicht der Helikopterplatz, oder? Das ist hier, oder ist er da oben? Weil das hier ist ja scheinbar das gecrashte Auto. Man sieht das Symbol nicht. Das sieht für mich aus so ein bisschen wie ein Helikopter. Aber was soll das sein? Naja, wahrscheinlich ist es Auto. Da hätte einfach ein normales Autosymbol, hätte es auch getan. Ah, bin ich wieder hier. Ich kann es kaum glauben, nach all der Zeit. Und nichts ist passiert. Nichts habe ich geschafft. Einfach nur verrückt, da bin ich geworden. Und um mein Leben gerannt und gekrischen habe ich. Ja, und da komme ich... Ich habe nichts habe ich bekommen. Wie traurig. Okay, das steht also für den Lift und für das Auto. Na gut, da hätte es aber ein Symbol auch getan. Beides ist nämlich komplett nutzlos für mich im Moment. Da, hier ist alles. Oh Mann, ich weiß überhaupt nicht. Ich habe nichts gefunden. Okay. Puh. Also, ich glaube, dass ich das nochmal spielen werde. Ich glaube wirklich, das ist ein Programm, was ich mir nochmal auf die Festplatte lege, wenn ich die anderen Jungs überreden kann, dass sie das mit mir mal spielen. Vielleicht mal in einem kleinen Dienstag, wenn wir irgendwie eine Stunde frei haben, kann ich mir das gut vorstellen. Wir wechseln da ja auch ganz gerne mal die Spiele. Es kann allerdings auch noch ein paar Wochen dauern. Wir haben einiges immer schon geplant und meistens dauert es dann eben doch ein paar Wochen, bis solche Themen dann ihren Weg finden. Ich bin gespannt. Vielleicht machen wir es. Ansonsten erinnert uns mal dran. Und gerne könnt ihr mal, wenn ihr das schon gespielt habt, wenn ihr euch treffen wollt, vielleicht auch zum Spielen auf irgendeinem Discord oder so, dann könnt ihr ja gerne in dem Kommentarbereich euch austoben und euch verabreden oder uns sagen, wo wir noch Leute finden können, wann wir Leute finden können, mit denen wir das mal zusammenspielen können, so wie es gedacht ist und nicht so allein. Aber ich muss sagen, die Stimmung und das, was passiert, die Monster und zumindest alleine, hat mir das jetzt schon gefallen. Also da habe ich schon deutlich schlechtere Sachen gespielt. Es ist natürlich nicht wirklich Left 4 Dead.
oder auch nur irgendwas in dem Kosmos. Aber mich erinnert es so ein bisschen an eine Mischung aus Slenderman und was es da noch alles gibt, aber eben im Koop-Style und eben ohne dieses asymmetrische Gameplay, was ja dann viele andere Spiele wie, ich glaube, ja, ist Freitag der 13. nicht auch mit vertauschten Rollen? Ja, genau, ist ja so. Also das, was man so kennt. Naja, ich höre jetzt auf. Das war auf jeden Fall eine kurze, aber doch prägnante, prägende, zumindest für mich prägende, ich schwöre es euch, wenn ich jetzt hier irgendwie mein Hemd aufmachen würde, der wär in Schweiß eingebrannt, das Logo des Spiels. Also wirklich, das war ganz schön abgefahren. Also das hat mir echt Angst gemacht. Wie heißt es nochmal? Sign of Silence, glaube ich. Okay, wir sagen jetzt Tschüss und viel Spaß mit dem restlichen Programm. Wahrscheinlich Moin Moin oder vielleicht sogar ein weiteres After Dark. Ich weiß es nicht. Ich bin der Vergangenheit, Simon. Ihr seid das Gegenwarts, der Gegenwarts-Chat. Viel Spaß damit. Tschüss.